Unheimlich süßes Lächeln. Na, schönen guten Abend. Wusstest du zum Beispiel, dass in den Staaten und auch in Holland es viel unkomplizierter ist, sich künstlich befruchten zu lassen? Ich will nachher unbedingt dabei sein, wenn Uschi ihre Aussage beim Notar macht. Durch. Haben Sie uns benachrichtigt? Ja, sie ist einfach vor den Wagen gelaufen. Bitte, lebt sie noch? Sie lebt, aber alles Weitere ist vorerst reine Spekulation. Wir können. Sie darf nicht sterben. Dasselbe könnte ich dich fragen. Schwerer Fall von Sippenhaft. Mein Vater muss gleich nach Deutz, um irgend so ein neues Foltergerät zu begutachten. Ja, und ich soll das Telefon hüten. Also, was treibt dich denn so früh aus den Federn? Joggen könntest du bei dem Wetter doch auch draußen. Ja schon, aber beim letzten Mal habe ich mir so saublos meinen Fuß umgeknickt. Außerdem hatte ich Lust, ein paar Leute aus der Schule zu treffen. In den Ferien. Um diese Uhrzeit. Hier. Hätte ja sein können. Wenn überhaupt, kommt er nur Olli in Frage. Aber auch erst, seit er seinen Edelbody auf alle Titelseiten bringen will. Sag, dass das ein Witz ist. Für diese alte Nase machst du einen auf Hamsterrad? Ja, wieso? Ich weiß gar nicht, was du hast. Der ist doch ganz süß. Morgen. Hallo. Und sag mal, was für ein Gerät war das genau, was ich deinen Vater da angucken will? Irgend so ein Teil für die Nackenmuskulatur, glaube ich. Herr Dr. Meffert, ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich lasse Sie bitte. Wir schenken uns gegenseitig den Doktor und gewinnen dadurch mindestens 2 Minuten. Viel mehr Zeit habe ich nämlich nicht. Also? Okay. Ihre Patientin Uschi Kleber, die gestern hier eingeliefert wurde, kann die Unschuld eines meiner Klienten bezeugen. Tut sie das nicht, wandert der junge Mann womöglich für Jahre in den Knast. Tragisch, ohne Frage. Aber Ihre potenzielle Zeugin hat im Augenblick ganz andere Sorgen. Was ist denn so schlimm? Als Jurist wissen Sie, dass ich prinzipiell gar keine Auskunft geben dürfte. Ja, aber Mensch, das Mädchen war zum Unfallzeitpunkt bis oben hin mit diversen Drogen abgefüllt. Dazu kommt jetzt ein schwerer Schock und innere Verletzungen. Können Sie es nicht morgen früh noch mal versuchen? In jedem anderen Falle ja, aber mein Klient ist ein labiler Ex-Junkie, der seine ambulante Therapie antreten will. Vor diesem Hintergrund zählt jede Stunde U-Haft doppelt und dreifach. Ihre Kundschaft ist auch nicht immer einfach, stimmt's? Falls. Ich sage, falls sich der Zustand von Frau Kleber im Laufe des heutigen Tages stabilisieren sollte, können Sie Ihr kleines Interview frühestens heute Abend machen. Ich würde Sie dann anrufen. Danke. Wenn du willst, kann ich dir den Band gerne mal leihen. Oh, da sind über 200 Filmplakate drin. Klingt interessant. Oh, Telefon. Hättest du was dagegen, wenn wir kurz Geräte tauschen? Kein Problem, die Radlerei ist sowieso nicht meine Disziplin. Bei deinem Modeljob. Du musst doch aber ein konkretes Fitnessprogramm haben, oder? Sicher.
Ich mache das Ganze nur hauptsächlich für mich und weil ich Sport als Leistungskurs nehme. Ich kann mir denken, dass du eine Menge Fototermine hast in den Ferien. Geht so. Heute Nachmittag stehe ich auch vor der Linse. Eigentlich wollte ich ja mit meinen Freunden zum Schwimmen gehen. Aber was soll's? Vielleicht hänge ich den ganzen Job auch am Nagel. Echt? Sicher. Spannend ist das Leben auch nicht zwischen Maske und Scheinwerfer. Hier stellst du. Spricht das dagegen? Das ist ja komisch. Du wolltest mal für meine Anlage zur Werkstatt zu bringen. Schon vergessen? Ich habe einen Termin. Muss es gleich sein. Mach zu, die warten nicht ewig. Hey, morgen. Ey, super, deine neue Frisur. Man sieht ja gar nichts mehr von deiner hübschen Miniglatze. Aber die kriegen wir auch mit viel Massage und ökologischer Düngung und viel, viel Zuwendung wieder zum Sprießen. Was ist denn? Glaubst du mir etwa nicht? Warum bist du überhaupt schon wach? Willst du mit mir nicht mehr frühstücken oder hast du neue Öffnungszeiten? Ich werde es nicht machen. Ja? War, ja? Ich habe die halbe Nacht wach gelegen. Pro und Contra durchgespielt. Mein Entschluss steht jetzt fest. Ach so. Das klingt sehr logisch, aber worum ging es eigentlich bei deiner einsamen Entscheidung? Ich werde mich nicht künstlich befruchten lassen. Weder hier, noch in den USA, noch sonst irgendwo. Du hast Muffe vom Eingriff. Quatsch. Mir ist doch klar, dass der Eingriff gentechnisch total easy und harmlos ist. Das ist. Also hast du moralische Bedenken, was? Ja, sicher. Diesen Unterton kannst du gleich wieder wegstecken. So ein Kind stellt doch irgendwann mal Fragen. Und was sag ich dann? Ja, wie wär's denn mit der Wahrheit? Und genau davor habe ich Angst. Aber in so eine Fragestellung, da wächst man doch auch hinein. Glaubst du nicht? Nee. Was ist denn die Wahrheit? Du, das Sperma deines Papis, das kommt aus dem Drei-Sterne-Fach und wollte unbedingt zu deiner Mami. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nee. Nee, das bringe ich nicht. Ach, Andrea, wenn es in meiner Macht stünde, ich würde mit dir Drillinge zeugen. Aber es gibt nun mal Naturgesetze, die selbst ich nicht aushebeln kann. Noch nicht. Kannst du mich denn wenigstens ein bisschen verstehen? Aber immer doch. Ach, siehst du mal so, das Üben macht dir sowieso am meisten Spaß. Und wer weiß, vielleicht durchbrechen wir irgendwann die biologische Schallmauer. Tja, das sieht ja nun alles nach einem herben Rückschlag aus, nicht? Aber in einem Punkt müssen wir sehr dankbar sein. Unsere Zeugin lebt. Und wie lange muss Uschi noch im Krankenhaus bleiben? 4, 5, 6 Wochen? Das packt Charlie nicht. Er reißt sich zusammen, okay, aber es geht ihm total schlecht. Die U-Haft macht ihn fertig. Ja, deshalb habe ich Dr. Meffert ja auch unser Problem sehr eindringlich geschildert. Was heißt das für Charlie? Dr. Meffert hat fest versprochen, sofort Bescheid zu geben, wenn Uschis Zustand sich stabilisiert hat und sie ansprechbar ist. Das heißt etwa auch, dass Ja, genau das heißt es. Mit etwas Glück können wir heute Abend noch im Beisein eines Polizisten die Aussage von Uschi aufnehmen. Und die ist genau so rechtskräftig? Ja, absolut. Dass unsere Kronzeugin momentan im Krankenhaus liegt, das mindert den Wert ihrer Aussage keineswegs. Dann ist Charlie vielleicht wirklich bald draußen. Zumindest wird der Verdacht gegen ihn immer fragwürdiger. Wenn wir jetzt noch Emanuel irgendwie rankriegen könnten. Naja, dieser Emanuel. Der ist sehr intelligent und gerissen. Vielleicht hilft uns das weiter. Das verstehe ich nicht. Naja, erfahrungsgemäß sind solche Leute auch sehr eitel. Sie genießen ihre Überlegenheit und manchmal übertreiben sie. Sie meinen, dass er immer unvorsichtiger wird? Durchaus denkbar. Mit einer geschickten Fragetechnik kann es passieren, dass seine Argumente ganz schnell kippen und er zugeben muss, dass er das Heroin selbst besorgt hat, nur um über seinen alten Spezi zu triumphieren.
Habe ich mich am Telefon so undeutlich ausgedrückt? Ich werde wohl vorher noch was essen dürfen. Du, ein paar schöne Augen und halbwegs gerade Knochen sind das eine. Die restlichen 90% des Jobs heißen Pünktlichkeit und Disziplin. Bin ja jetzt da. Pass auf, Terry ist plötzlich krank geworden. Terry ist ein neuer Fernsehhund, oder? Terry ist ein verdammt talentiertes Model. Sein Ausfall ist deine Chance. Du lässt dich jetzt von Gino ein bisschen anhübschen, wechselst die Klamotte und dann geht hier tempomäßig die Post ab. Was geht's denn eigentlich bei den Aufnahmen? Um Strümpfe. Ist ja geil. Sockenreklame, das ist ja quasi mein Steckenpferd. In 10 Minuten, und das meine ich wörtlich, beginnt die Stellprobe. Strümpfe für eins der angesagten Lifestyle-Magazine. Alles klar, Steven? Wollt mir immer schon mal die Beine rasieren, du, hä? Hi. Hab jetzt eine Minute schon vorbei. Ja, ich bin ein sehr guter Freund von Uschi Kleber. Und in großer Sorge. Ist das so schwer zu verstehen? Können Sie eigentlich auch mal einen Satz sagen, in dem das Wort Anweisung nicht vorkommt? Sanftleben. Also unser Anwalt meint auch, dass Charlie bald wieder draußen ist. Mensch, Kinder, ich drücke euch wirklich die Daumen. Dass du hoffentlich nicht missverstehst. Es reicht ja, wenn 2 Fingerchen lediert sind. Tut das noch weh? Nee, schon okay. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt mit Emanuel abrechnen. Alle sollen erfahren, wie link und brutal diese Typ ist. Alter, den Wohlstandsbubi nicht riechen kannst, habe ich jetzt begriffen, aber überhaupt Beweise? Das sind ziemlich massive Anschuldigungen. Es passt alles zusammen. Und nach Uschis Aussage ist er fertig. Tja, wie dem auch sei, ich hoffe jedenfalls, dass Charlie heil aus dem ganzen Schlamassel rauskommt und endlich wieder richtig Boden unter die Füße kriegt. Dafür sorge ich. Und bestell ihm doch bitte, dass die Werkstatt von Döppers Installation ohne seine ordnende Hand zu einem tragischen Klempnerbiotop verkommt. Das baut ihn bestimmt auf. Tschüss. Tschüss. Wissen Sie was? Lassen Sie sich Ihre ach so wichtigen Prinzipien doch eingipsen. Hi, Paula. Wie ich sehe, geht dir das kleine Missgeschick unserer gemeinsamen Freundin auch so nahe. Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber darf sie schon Besuch haben? Keine Ahnung. Ihre Aussage konnte sie jedenfalls schon machen. Wir haben es jetzt schriftlich, dass du Charlie den Stoff angehängt hast, Emanuel. Oh, ich fall vom Glauben ab. Bloß weil ihr unbedingt einen Buhmann braucht. Wollte ausgerechnet Uschi diese meineidige und abgefragte Fixernase zur großen Zeugin aufblasen. Ist allgemein bekannt, dass sie ab 2 Gramm aufwärts jeden Schrott erzählt. Ein kleiner Tipp. Stell dich lieber freiwillig, Emanuel. Yeah. What? Ihr könnt noch besser. Tango ist Sex und kein Ententanz. Wollen wir die Pappnase nicht einfach heimschicken und in Ruhe proben? Hm? So ein bisschen so. Hm? Hey, Girls, Olli ist der Macho Man. And no Teddy Bear. Ihr müsst ihn bewundern. Das ist meine Rede. Eure Beine müssen sein wie bei Octopus. Sehr lang und everywhere. Gino? Was hältst du von dem Jungen? Nice guy, but er ist, wie sagt man, er ist sehr defensive. Das kriegen wir hin. So. Ihr macht jetzt eine Extreme Tango Position und die anderen Girls sind total eifersüchtig und angry, okay? Come on, zu defensive, was ich gesagt habe. Mensch, Olli, so kannst du mit deiner Schwester zum Abschlussball gehen. Aber hier geht es um Leidenschaft. Zeig dich. Hol den Latin Lover in dir raus. Präsenz, Junge. Alles klar. Also, deine Idee, mich damals vom Computer loszureißen und in den Plattenladen zu schubsen, die war einfach genial. Kommst du jetzt darauf? Es ging mir heute Vormittag mehrmals durch den Kopf.
Zum einen läuft das Geschäft jede Woche besser und... Ja, was ich dir immer prophezeit habe. Und die Arbeit macht Spaß. Und sie lenkt ab. Vor allem von dieser fixen Idee, unbedingt ein Kind haben zu wollen. So was wird ja auch nur zur fixen Idee, wenn man 24 Stunden am Tag an nichts anderes denkt. Lass uns doch mal das Thema vertagen. Eine Zeit lang zurückstellen. Was drängt uns denn? Du hast recht. Zumal es uns auch ohne Nachwuchs wahnsinnig gut geht. Job, Wohnung, Liebe. Da können andere nur träumen. Und dass es nicht zu harmonisch und spießig wird, dafür sorgst du schon. Ja, aber hallo. Dabei kennst du erst 10% meines dunklen Charakters. Ach so. Ist das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Du hast wenigstens die Möglichkeit, dich in den Stoff der Elfen noch mal richtig zu vertiefen. Blöd, Mann. Nee, Hauptsache, ich bleib mit Paula, Axel, Andreas und Hanne zusammen. Und komm zu euch in die Klasse. Mm. Logo, Tinker und ich halten ja auch ein schickes Plätzchen frei. Aha. Okay. Eier, Schnauzapfen, alles in Butter. Was hast du denn geschluckt? Erfolg nennt man das. Aber schlucken ist ein gutes Stichwort. Flasche Sekt, bitte. Piccolo und 5 Gläser oder für große Jungs? Ja, letzteres. Und eine Flasche O-Saft. Die Arbeit im Studio, wie gesagt, so anstrengend. Ich höre mein Studio. Nein. Und wenn ihr alle ganz brav seid und keine Fettfinger habt, könnt ihr euch Fotos vom zukünftigen Star ansehen. Hä? Wow. Oh. Klasse. Hübsches Partyballen, ne? Der Olli und so. Hübsch vielleicht, aber mit Paar ist er nicht. Echt nicht? Nein, Zoe macht ziemlich gute Fotos und hat Olli Marimesi ein bisschen unter die Arme geholfen. Zum Beispiel seine Setcard hat sie gemacht. Ohne die wäre er gar nicht in die Agentur gekommen. Ach, verstehe. Ist sie eigentlich auch im Marienhof? Ja, die wohnt bei uns in der WG, die Nadine, ihre Schwester. Was feiert ihr denn, wenn ich mal fragen darf? Wir. Wir feiern die Tatsache, dass ich mich vor diesen drei Frauen retten konnte. Aber jeder Job hat seinen Preis. Hey, Emanuel hat Angst. Das hättest du sehen sollen. Er hat das mit der fettigen Aussage einfach geschluckt. Und wenn sanft leben. Ja. Wenn. Den Text kann ich mittlerweile jodeln. Was ist denn los, ne? Ach. Die einzige Zeugin, die mich aus der Scheiße reiten kann, die läuft von der Kühlerhaube. Auf Uschi kannst du echt bauen. Aber sie lebt. Und sie wird für dich aussagen. Höchstwahrscheinlich schon heute Abend. Ja, ohne Uschi wäre jetzt echt Feierabend. Aber da würde ich mir lieber gleich den Stecker rausziehen, aber richtig. Hey, so darfst du nicht reden. Keine Sorge, noch halte ich ja durch. Ich werde auf dem Tag, an dem endlich wieder Normalität einkehrt, weißt du? Arbeit, Entziehungstherapie. Leben mit dir. Geht's mit deinem Tellengenossen wenigstens besser? Hm. Unser Vermieter hat eingesehen, dass unsere Zweier-WG vielleicht doch keine Zukunft hat. Und dafür hat mir einer erzählt, dass Ralf und Jaco vielleicht in den Trakt verlegt worden sind. Was? Die dich angefixt haben? Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Aber die halte ich mir schon irgendwie vom Hals. Trotzdem. Ich muss hier raus, Paula. Wir wissen das. Wasserdampf. Nichts Schlimmes. Du, Sanftleben schafft es. Und dann kann ich dich bestimmt bald abholen. Hm? Wenn Zumpi mir weiterhin solche Aufträge vermittelt. Zumberg, mein Agenturchef. Werde ich der Agentur mittelfristig wohl treu bleiben. Witzbold, Zumpi ist quasi erste Liga in dem Gewerbe. Ja, quasi. Das ist doch der Punkt. Sag mal, Olli, seit wann kannst du eigentlich Tango tanzen? Mit den Partnerinnen kommst du doch wohl von selbst. Da hörst du das Wort Action und dann gehst du ab wie eine Rakete. Du wirst das gut. Hör mal, kriegst du auch die Strümpfe Prozente, weil Mascha hat bald Namenstag. Ja, sicherlich, aber ich denke, da müssen wir noch was... Wollen wir? Ja, wurde auch Zeit. Was, ihr wollt schon gehen? Familiäre Verpflichtungen. Du, wir haben aber noch ein Gläschen Sekt. Danke. Du kannst auch was anderes trinken, wenn du willst.
Sehr freundlich, aber wie ich aus unzähligen Interviews weiß, müssen Star-Models sehr früh zu Bett. Solltest du auch tun. Also dann, gute Nacht. Tschüss. 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 Oh, dabei bin ich jetzt in der Aufwärmphase. Darf ich? Cheers. Du warst gerade dabei, neue Taten von deinem Wunderkind zu erzählen. Die These des Wunderkindes stammt von einem gewissen Frank Töppers. Neuerdings entdeckt er halbstündig irgendwelche Belege für die Genialität seines Stammhalters. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Timmy ist wirklich so ein Schatz. Heute Nacht hat er fast 6 Stunden durchgeschlafen. Nicht schlecht. Dabei ist er doch noch nicht mal 3 Monate alt. Eben. Ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht. Aber gerade als ich ihn aufwecken will, schlägt er die Äuglein auf und tauscht mich an. Oh, ich habe echt gedacht, gleich sagt er Hallo Mama. Ihre Dienststelle hat sie über Zweck und Ablauf dieses Termins in Kenntnis gesetzt. Ich denke mal, das Protokoll an sich wird nicht allzu lang dauern. Sie haben wirklich keinen Grund, nervös zu sein. Dr. Melfort hat mir ausdrücklich versichert... Ich will, dass es endlich ein Ende hat. Verstehen Sie? Ja, natürlich, aber was soll mir Freund Charlie sagen? Der marschiert seit Tagen in seiner Zelle auf und ab und wartet. Das ist es ja. Hoffentlich bleibt Uschi bei ihrer Aussage. Uschi ist die Einzige, die beweisen kann, dass Emanuel schuldig ist. Bestimmt ein tolles Gefühl. Ich hätte mir das früher nie so vorstellen können. Klingt jetzt total kitschig, aber weißt du, dieser kleine Knirps, der hat mein ganzes Leben im besten Sinne auf den Kopf gestellt. Eitelkeiten, Kleinkram, Pseudosorgen, das wird alles auf Normalmaß reduziert. Auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt auslachst, aber kann es sein, dass du selber gern ein Kind hättest? Aber Billy und ich haben dieses Thema erstmal in die untere Schublade gelegt. Oh, Entschuldigung. Aus rein zeugungstechnischen Gründen? Nein, davon mal ganz abgesehen. Homosexuelle Paare haben in diesem Punkt einfach schlechte Karten. Eine künstliche Befruchtung kannst du in Deutschland für uns vergessen. Außerdem habe ich damit große Probleme. Aber muss es denn unbedingt ein leibliches Kind sein? Ich meine, es gibt so viele Kinder ohne Eltern. Ja, klar. Aber erstmal muss ich Abstand zu diesem Muttertraum kriegen. Bei Adoption fällt mir mal Paula ein. Klasse Mädchen, total integriert. Und dabei war sie damals voll in der Pubertät, als sie die Prophetin Marino geholt haben. Ja, sicher, das wäre auch ein Weg. Aber darüber müssten Billy und ich erstmal ganz neu nachdenken. Schwester, wann können wir mit Uschi reden? Ich kann Ihnen nur sagen, dass Frau Kleber bei der letzten Visite ansprechbar gewesen ist. Können Sie uns ja nicht ungefähr sagen, wie lange wir noch warten müssen? Hören Sie, Dr. Melfort ist seit 12 Stunden auf den Beinen. Und soviel ich weiß, möchte er bei dem Verhör anwesend sein. Ich will mich aber gern noch mal für Sie erkundigen und dann werden... Wann können wir mit Uschi reden? Vor einer halben Stunde sind unerwartete Komplikationen eingetreten. Was heißt das? Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Patientin Uschi Kleber vor wenigen Minuten verstorben ist. Die einzige Zeugin ist tot. Sind Dr. Sanftleben und Paula jetzt mit ihrem Latein am Ende? Und wie wird Charlie auf diese Nachricht reagieren? Im nächsten Marienhof. Lenore und die ARD präsentierten Ihnen eine neue Folge des Marienhofs.